Können Mario und Luigi Hamaria retten und den Leuchtturm auf Schwankum erreichen? Oder wird doch alles in sich zusammenbrechen? Aufhören, bitte. Lass unsere Kunst in Ruhe. Mach dich mal geschmeidig. Bring dich lieber in Sicherheit. Hier geht's nämlich gleich rund. Hamaria. Wenn du's sagst. Was war das, Luigi? Ihr Unruhestifter könnt's einfach nicht lassen, was? Ihr zerstört unsere Kunstwerke. Schämen solltet ihr euch. Ihr seid echt schlecht für meinen Blutdruck. Für dich gibt's heute eine Portion Tadesalat. Extra viel Mozzarella. Oh. Der Rücken macht nicht mit. Das haben wir ja schon gehört. Sie hat Probleme. Chronische Schmerzen. Und ausgerechnet jetzt macht mein Rücken schlapp. Hey, ich halte gerade eine Standpauke, also hör gefälligst zu. Oh nee, ey, noch mehr von denen. Ach ja, ihr haltet euch in der Gruppe wohl für wahnsinnig stark, eh? Let's fight! Verteidigen wir Hamaria! Von denen haben wir ja schon mal welche fertig gemacht. Das kriegen wir sicherlich auch jetzt hin. Vor allem, weil Mario ja jetzt auch geboostet ist. Nicht nur aufgrund des Level-Ups. Ah, shit. Okay. Sondern auch wegen dem besseren Ausrüstungsgegenstand. Boah, und ich muss echt lernen, bei denen nicht so früh zu springen. Pokere mal drauf, dass wir den oberen mit einem Konter besiegen. Sehr gut. Dadurch habe ich mir jetzt nämlich einen Angriff auf den Gegner gespart. Und wir haben einen Bonbon bekommen. Oh, auch der ist schon down. Geil. Was bringt das Bonbon? Stellt 30% KP und BP wieder her. Boah. Das ist big. Und ich glaube, vorhin hat Luigi sogar einen Toll hingekriegt, oder? Das ist ein Crit. Down. Oh yeah. Yeah. Ach, mein Rücken macht das wohl nicht mehr so mit wie früher. Aber von so einem kleinen Vivichen. Oh! Ich renk das wieder ein. Oder so. Wir tragen sie einfach. Oh, das ist schon ein wenig dreist. Bitte was? Ich guck ja nicht unter deinen Rock. Ich trag dich nur. Was mache ich jetzt mit dem Werkzeugkasten? Naja, ich schätze, der kann warten. Luigi, nimm du ihn doch einfach. Mach dich mal nützlich. Das ist mächtig nett. Danke für die Hilfe. Warum kriegt er ein Lob und ich nicht, obwohl ich dich trage? Mein Haus ist ganz in der Nähe. Könnt ihr mich dorthin bringen? Aber klar, Öhmchen. Ich gehe schon vor. Öhmchen. Finished. Objekte aufheben. Befindest du dich in der Nähe eines Objekts, das aufgehoben werden kann, kannst du es Mario mit Hilfe von A und Luigi mit L aufheben lassen. Um das Objekt wieder abzusetzen, musst du nichts weiter tun, als erneut A für Mario oder L für Luigi zu drücken. Warum denn jetzt L? Warum nicht B? Das verwirrt doch nur. Hast du Hunger? Komm zu mir. Hamaria Schwankum-Anführerin. Ach, du bist eine gute Köchin? Wunderbar.
Runter mit dir. Stellt den Werkzeugkasten einfach hier auf die Werkbank. Okay. Okay. Danke. Ich hab mich noch gar nicht richtig vorgestellt, was? Ich bin Hamaria, die Anführerin hier. Und ihr seid also neu. Wie seid ihr überhaupt hierher gekommen? Also das war so. Na, sowas. Und ich dachte, das war's jetzt, als Connectania auseinandergebrochen ist. Die Frage ist nur, ob ihr es dorthin schafft. Der Weg zur Schwankfelsschale ist gefährlich. Zu allem Überfluss könnten auch noch mehr dieser Brutalos von vorhin dort sein. An der Spitze der Schwankfelsschale befindet sich ein Leuchtturm, richtig? Das stimmt, der ist ganz oben auf der wackeligen Schwankfelsschale. Ich hab euch das Tor zur Schwankfelsschale geöffnet. Eines noch. Ich muss mit euch über meine Kinder reden. Baugustin und Fabrizia. Die sind richtig gut in dem, was sie machen. Genau wie ihre Mama. Baugustin macht tolle Handschuhe und Fabrizia ist Expertin für Zubehör. Aber sie waren nicht mehr zu Hause seit Connectania auseinandergebrochen ist. Lasst mich euch was geben, was die zwei gebastelt haben. Schon toll, oder? Oh. Du hast die Baugustin-Handschuhe und den Fabrizia-Armreif erhalten. Zwei Ausrüstungsgegenstände. Was? Ob ich mir Sorgen mache? Aber natürlich, ich bin schließlich ihre Mutter. Aber die beiden kommen schon klar. Ich muss das Dorf hier beschützen. Mir bleibt nur zu hoffen, dass es ihnen gut geht. Die Ausrüstung von meinen Kindern wird euch gute Dienste leisten. Na los, worauf wartet ihr? Im Menü kannst du dir Details zu deiner Ausrüstung ansehen. Vergiss nicht, erhaltene Ausrüstung auch anzulegen, um im Kampf von allerlei nützlichen Effekten zu profitieren. Ja, also eigentlich dachte ich, dass man hier was anderes kriegt. Aber die Ausrüstungsgegenstände sind natürlich auch nicht verkehrt. Baugustin Handschuhe. Gibt etwas mehr Stärke. 5% nämlich. Also passend für Mario. Und Luigi bekommt somit den Fabrizia Armreif. Dein erster Angriff in einem Kampf richtet 15% mehr Schaden an. Oh, warte mal. Ah, nee, wir geben's trotzdem Luigi. Aber später könnte das auf Mario vielleicht nochmal mehr Sinn machen. Interessant. Trotzdem, wie gesagt, ich dachte eigentlich, wir kriegen hier die Hämmer. Guck mal, selbst hier braucht man die. Das ist ja seltsam. Aber okay. Dann gehen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Was ist das denn hier? Münzen für Luigi und Münzen für Mario. Wo kommen die her? Und wie machen wir das jetzt? Jeweils einen der Brüder mit einem der Sticks steuern, oder was? Ah ne, er macht schon von alleine. Hätte er mir aber auch sagen können. Das war jetzt ein unfaires Rennen. Oh, was ist da denn los? Das kennt man ja aus den richtigen Mario-Spielen, sag ich jetzt mal. Warte mal, schafft man das gar nicht? Ah, doch. Es hat halt schon so früh angefangen zu blinken, deswegen dachte ich, man schafft's nicht.
Noch ein Ausrüstungsgegenstand. Jetzt sag mir aber bitte nicht, dass das der ist, den ich gekauft habe, Digga. Latzhose. Nee, das ist... Ich glaube, das ist sogar genau das Item, was noch im Shop ist, oder? Also, was ich nicht gekauft habe. Yo, lol! Das ist dann natürlich ein unglaublicher Glücksfall. Weil dann müssen wir dafür gar kein Geld mehr ausgeben. Tipptopp. Wer bitte kam auf die Idee, das so zu bauen? Genau, nimm mal diesen Steinapfel. Ich glaube, den müssen wir hier hin platzieren. Ich stand gerade im Weg. Ich denke mal, er will uns das nur erklären, oder? Auf der Plattform weiter oben befindet sich die heilige Schwangfelsschale. Allerdings haben diese Fieslinge die ganzen Opfergaben mitgenommen. Der Pfad zum heiligen Bereich öffnet sich leider nur, wenn ihr die Opfergaben zurückbringt. Wow, ihr habt eine Opfergabe zurückgebracht, danke Mann. Jetzt fehlen noch zwei. Wenn ihr weitere Opfergaben findet, wisst ihr, was zu tun ist. Okay. Dann haben sie die Opfergaben aber nicht weit weggebracht. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Und wo sind die Monster überhaupt? Ich meine, besser, wenn sie weg sind, ja, aber wundert mich ein bisschen. Und was ist das schon wieder für ein Block? Aha. Aber wie benutzen wir das? Ach so. Hä? Findet ihr echt, wir haben die Zeit, mit einer Wippe zu spielen? Wenn Luigi auf die andere Seite geht... Okay. Mario. Oh yeah. Ja, aber wir müssen doch erstmal das Ding runterholen, oder? Oh yeah. Ach nein. Oder doch? Luigi. Hä, WTF? Diese Wippe wurde bereits vor langer, langer Zeit erschaffen. Sie soll dazu dienen, Monster vom Leuchtturm auf der Schwangfelsschale fernzuhalten. Drückst du gelegentlich L, damit der grüne Bruder auch was macht? Dann probier einmal, ihn mit L auch wieder zu dir zurückzurufen, okay? Wollte ich bloß gesagt haben. Nur keinen Stress, falls das schon bekannt war. Nee, habe ich ja gemacht, aber es hat halt nichts gebracht. Ach so, vielleicht muss er hier stehen. Nein? Ach, warte mal, ich glaube, ich bin ja völlig lost. Ich muss mich gar nicht schleudern. Ich kann einfach... Digga. Sorry, ich habe das gerade einfach als Schleuder gesehen, ne? Ich dachte, wir müssen uns da hochschleudern, aber... Nee. Wir können auch einfach da hochlaufen. Ja gut, ne? Wieder mal zu kompliziert gedacht. Sorry. So, jetzt wollen wir aber natürlich auch hier diesen Block noch haben. Also stellst du dich bitte erneut hier hin und Mario schafft's nicht. Warte, muss ich jetzt schleudern? Und warum ist da unten eigentlich auch noch ein Weg? Ach so, der ist ja völliger Trash. Hä, wie kommt man denn da jetzt hoch, bitte? Aha. Indem man da immer wieder drauf springt, denn dadurch kann sich das Ding nicht nach unten senken. Habe ich einen Moment gebraucht, um drauf zu kommen, ja, bin ich ehrlich.
Aber schön zu sehen, dass es hier nicht nur Kindergartenrätsel gibt und man da auch mal vielleicht die ein oder andere Sekunde nachdenken muss. Weiterdrehen. So, genau. Oh, was ist das für eine komische Statue? Was soll ich mit dir? Hm? Oh, es kommt auch noch ein Gegner. Die Skulpturen hier sind gewiss keine Leichtgewichte. Uiuiui, wenn man damit auf die Wippe springen würde. Stellt euch nur mal vor, was dann passieren würde. Boing! Haha, bestimmt fliegt man dann bis ins All. Wäre echt interessant, das mal zu sehen. Also doch eine Schleuder. Bringt mir aber hier nichts, oder? Müssen wir, glaube ich, damit machen. Frage ist bloß, wo ist der Knopf? Vielleicht oben. Oder hier unten irgendwo, beim Gegner. Killen wir ihn erstmal. Richtiger Erstangriff. Noch haben wir keinen Bro-Move. Ich hoffe aber, das wird so schnell es geht hinzugefügt. Am besten einer, mit dem man mehrere Gegner treffen kann. Damit wir solche Kämpfe dann möglichst schnell abschließen können. Aber gut, zumindest reicht jetzt auch immer ein Angriff, um sie zu vernichten. Und? Nee, reicht noch nicht für ein Level Up. Aber bald, bald. Dann schallern wir noch mehr. So, jetzt erstmal gucken, was ist hier noch? Hey, what? Sackgasse? Ach warte, hat der Knopf vielleicht beide Wippen bedient? Ich bin nur ein einfacher Maler, Bildhauer und tief ergebener Ehemann. Tief ergeben? Allerdings hatten wir einen Ehestreit und ich habe mich hierhin verzogen. Falls ihr über eines meiner Werke stolpert, könnt ihr es ruhig haben. Oh je, der arme Kerl. Ich glaube, der lässt sich unterbuttern, kann es sein? Okay, ich weiß, was zu tun ist. Luigi! Nee, wobei, ich weiß gar nichts. Wir müssen doch hier die Skulptur draufhauen. Oder reicht es, wenn ich die einfach schmeiße? Nee, ich kann ja so nicht springen, ne? Aber warte, ich kann es ihm übergeben. Auch nicht. ETF. Ich hatte mich schon gewundert, was wohl aus meiner Statue geworden ist. Ob das jetzt wirklich so funktioniert. Ich habe die ganze Zeit gezögert und nichts gemacht, weil das halt unlogisch ist, you know? Ich wollte halt Mario von der Position aus da raufschleudern. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Aber es ist wirklich so gedacht, dass man den ins All schießt und er dann da oben landet. Weiß ich nicht, hätte mir besser gefallen, wenn man das wirklich logisch designt hätte. Aber okay, dann sind wir jetzt hier wenigstens durch. Alle Opfergaben sind an ihrem Platz. Wir dürfen nur nicht da ganz links die eine Stelle vergessen. Wenn wir die Fähigkeit, die uns fehlt, haben, dann müssen wir da was nachholen. Allerdings ist das auch nicht die einzige Stelle. Es gibt schon ein paar Sachen, die wir per Backtracking nachholen müssen.
Oh, ihr habt die Opfergaben zurückgebracht. Dankeschön. Jetzt müsste der Weg zur Schwankfelsschale eigentlich wieder frei sein? Wird trotzdem sportlich. Seht euch das mal an. Diese Klippe kommt man nicht so einfach hoch. Zumindest nicht allein. Na, 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 na. Ihr schon wieder. Von beiden Seiten. Na, 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 na. Kämpft jetzt jeder einzeln oder kämpfen wir gegen alle vier einfach? Oh, ja. Zusammen gegen alle vier, okay. Ja, jetzt wäre so ein Bros-Move erst recht nice. Aber wir haben keinen. Deshalb müssen wir möglichst taktisch vorgehen. Und bitte jedes Mal kontern. Und dann können wir die, die wir schon angegriffen haben, auch direkt rausnehmen. Luigi, du greifst bitte einen an, der noch alle KP hat. Dann wäre der Damage schon mal klug aufgeteilt. Und wir müssen es jetzt nur noch auskontern. Dann müsste tatsächlich jeder sterben. Richtig? Sehr nice. Genau so muss es gemacht werden. Aber die können offenbar nicht mehr als zweimal angreifen. Also dürfen wir ihnen selber nochmal den Todesstoß geben. Ah, nee, doch nicht. Der möchte so krepieren. Er überlebt? What? Jo, mit einem KP, ist das dein Ernst? Stirb, Digga. Geh nach Hause jetzt. Und für uns bedeutet das Double Level Up. Supi. Einmal Mario. Und einmal Luigi. Hype! Ah, schade. Hab auf 3 bei Verteidigung oder Bart gehofft. Aber okay, passt. Hauptsache schnell fertig geworden mit diesen Losern. Warte, wo ist der eine Typ hin, der hier gerade mit uns angegriffen wurde? Der ist einfach weg. Na egal. Den brauchen wir nicht. Das ist ja mal eine besondere Art von Wandsprung gewesen. So, und hier wird ein Schlüssel gebraucht. Ich hab den tatsächlich schon gesehen, der ist da links irgendwo. Aber ob man da ohne weiteres hinkommt? Ja, doch. Echt jetzt? Okay, dass das jetzt so einfach mit dem Schlüssel geht, habe ich nicht erwartet. Dass er alles zerstört, ebenfalls nicht. Aber hey, im Endeffekt war das gut. Nur glaube ich, dass die Bewohner dieser Insel das nicht so sehen werden. Weil die haben das ja als Kunstwerk betrachtet, ne? Aber ich fürchte, den Hate müssen wir aushalten. Es geht ja um die Sache an sich, nicht wahr? Also, rein da. Ach nee, warte, der hat gar keinen Eingang. Da ist er. Der Connector-Stecker. Wisst ihr noch, was Connette euch erzählt hat? Über den Connector-Bohr und Connector? Ja. Wow, ihr habt ein gutes Gedächtnis. Das erspart mir doppelte Erklärungen. Danke.
Mit Connector-Steckern wie diesem wurde der Connector überall verteilt. Die Stecker haben den Connector-Bohr mit Orten auf der ganzen Welt verbunden. Wir müssen also diesen Stecker mit Capitabura verbinden, damit der Connector wieder fließt. Macht, dass der Connector vom Connector-Bohr auf Capitabura wieder hier nach Schwankum fließt. Also los, Mario und Luigi, ran an den Stecker! Ja, aber wie? Ziehen? Na gut, das kriegen wir hin. Aber war das alles? Kein Bosskampf? Nix? Stimmt doch was nicht. Das ging viel zu schnell und einfach. Aber ey, die Sequenzen sind wirklich sehr schön. Du hast das Schwankum angebunden. Upgrade. Wow, so läuft also eine Inselanbindung ab. Willkommen zurück. Ich sehe, habt ihr Schwankum an Capitabura angebunden. Das ist super. Zwei Inseln, die miteinander verbunden sind? Krass. Hier ist es so anders als auf Schwankum. Zum Beispiel dieser riesige Baum. Ein Tapetenwechsel zwischendurch ist schon was Feines. Sind das Leute aus Schwankum? Und was ist das für eine Röhre? Wo kommen die alle her? Vielleicht kann man damit zwischen Inseln hin und her reisen? Wir werden sicherlich nicht das letzte Mal auf Schwankum gewesen sein. Eine Driftinsel wäre wieder mit Capitabura verbunden. Fehlt nur noch der Rest. Sucht euch einfach eine Insel, findet ihren Leuchtturm und zieht da am Connector-Stecker. Manchmal müsst ihr auf den Inseln auch kleine Problemchen lösen, aber da seid ihr ja gut drin. Wenn ihr die Verbindung zu allen Inseln wiederherstellt, ist die Welt wieder ganz. Dann machen wir uns besser gründlich auf die Suche. Wir sollten uns außerdem auf Schwankum umhören. Nach der Anbindung. Verbindest du andere Inseln mit Capitabura, wird sich auf diesen Inseln einiges verändern. Ach, okay. Nach Inselanbindungen erblühen zum Beispiel Connectorblüten und eröffnen dir Wege zu bisher unzugänglichen Orten. Einige Insulaner statten Inselnachbarn auch einen Besuch ab. Außerdem kehren als Deutlichter bekannte Connectorgeister auf die Inseln zurück. Halte nach ihren leuchtenden Nestern Ausschau und versuche sie einzufangen. Mithilfe der Röhre auf Capitabura kannst du zu bereits verbundenen Inseln reisen. Schau ab und zu bei bereits besuchten Orten vorbei. Vielleicht entdeckst du ja was Neues. Okay, krass. Also ich wundere mich nach wie vor, dass wir keinen Bosskampf hatten und dass wir auch keine Hämmer haben, aber... Okay, vielleicht sollten wir direkt zurückgehen? Kann es sein? Oh, ihr kommt zu einem guten Zeitpunkt. Seht euch das mal an. Das ist ein Deutlicht. Die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Deutlichter sind Geister, die Connector-Energie enthalten.
Die deutlich, das sind quasi eine Ansammlung von Energie, die man auch Konergie nennt. Wir sollten so viele wie möglich davon einsammeln. Was man hat, das hat man. Deutlich, das sind allerdings ziemlich flink. Sollte für euch kein Problem sein. Vielleicht hilft ja auch die ein oder andere Luigi D. Wenn ihr deutlich da sammeln möchtet, solltet ihr es auf angebundenen Inseln versuchen. Nach einer Inselanbindung sind bestimmt viele Deutlichter aus ihren Verstecken gekommen. Deutlichter fangen! Halte auf den Inseln die Augen nach Deutlichtern offen. Drücke A, um an ihren Nestern zu ziehen und die schlummernden Deutlichter aufzuscheuchen. Jage ihnen mit dem linken Stick hinterher und versuche sie alle zu fangen. Drückst du dabei L, hilft dir Luigi bei der Deutlichtjagd. Die von dir gesammelten Deutlichter werden in eine Energie namens Konergie umgewandelt, die sich im Laufe des Spiels noch als äußerst nützlich erweisen wird. Ich bewahre alle Deutlichter in mir auf, die ihr sammelt. Ich bin wie ein fliegender Lagerraum. Aber wehe, es kommt jetzt einer auf die Idee, mich als Sparschwein zu bezeichnen. Das habe ich nie gesagt. Ich frag mich, was wir mit den ganzen Deutlichtern anstellen sollen. Vielleicht kann man irgendwas mit ihnen herstellen? Ich werde mal weiter nachdenken. Her damit. Schnell hinterher. Oh, die sind ja wirklich flink und klug. Aber wir haben das Erste. Bei all dem Platz hier fällt uns hoffentlich was Gutes ein, wie wir ihn nutzen können. Ich würde mich sehr freuen, wenn noch mehr Leute nach Capitabora kämen. Ja! Was zur Hölle ist jetzt wieder los? Kam das vom Strand? Ich wette, mit ein paar Geschäften in diesem Bereich wäre hier gleich viel mehr los. Ja, dann mach mal auf. Und wir checken kurz ab, was da am Strand abgeht. Das ist ja auch noch ein Geschenk, aber ich glaube, da kommen wir immer noch nicht ran, ne? Oder? Nee. Wobei Luigi sich doch da durchzwingen kann. Tja, da rührt sich nix. Wie sollen wir das aufkriegen? Was ist das? Sieht ehrlich gesagt aus wie eine Rakete. Also eine Bombe halt. Was ist los? Und wo kommt diese Kapsel her? Die muss angespült worden sein. Lasst mich raus! Hä, ist da jemand drin? Wir müssen irgendwas tun. Wir haben ja schon alles Mögliche versucht, aber das Ding geht nicht auf. Hey, Mario und Luigi, wollt ihr es mal versuchen? Hilf dem armen Schiffbrüchen, Mario. Ich glaube, dass es mit draufhauen nicht klappt. Niemand hat gesagt, du sollst das Ding mit dem Kopf knacken, Luigi. Lost. Und ich sag's noch. Ich glaub nicht, dass das klappt. Vielleicht haben wir einfach nicht das richtige Werkzeug. Hm? Ihr denkt, mit Hämmern würdet ihr die Kapsel aufkriegen? Braucht hier wer einen Hammer? Ach, als ob. Jetzt kriegen wir den, oder was? Hallöchen. Dachte, ich schau mal vorbei, wenn das jetzt schon geht. Hallo. Schön habt ihr es hier. Nur schade, dass ich meine Kleinen nicht dabei habe. Aber ich habe sie nicht mehr gesehen, seit die Welt auseinandergefallen ist. Ah, dich kennen wir doch. Haben deine Kinder nicht unsere neue Ausrüstung gebaut? Wie hießen die noch gleich? Baugustin und Fabrizio? Ah, Tatsache. Ihr wollt sie für mich finden? Na, das ist doch ein Wort. Dann hört mal zu. Baugustin wollte nach Dschungellog und Material sammeln. Mein Junge macht nämlich echt feine Handschuhe. Ungefähr zur gleichen Zeit ist Fabrizia los zum Twisterbaum. Sie hat ein tolles Händchen für Zubehör. Sie beide könnten euch mühelos Hämmer basteln. Das wäre gar kein Problem. Wenn ihr sie seht, sagt ihnen, dass sie mir fehlen und dass sie heimkommen sollen.
Tja, jetzt müssen wir Dschungelog oder Twisterland erstmal finden. Oh, hier! Was zum... Das ist eine Seekarte, die hilft euch, Inseln zu finden. Als ob. Du hast die Seekarte erhalten. Drücke Minus, um sie aufzurufen. Ist das der Ort, an dem wir gerade sind? Capitabora? Exakt! Glaube ich zumindest. Ich sehe nämlich gerade nichts. Die Driftinseln bewegen sich mit den Meeresströmungen. Um zu einer neuen Insel zu gelangen, müsste man eine andere Strömung ansteuern. Bewege den Cursor mit dem linken Stick zu einer Strömung und drücke dann A, um sie auszuwählen. What? Aha. Also peilen wir diese Meeresströmung an? Zum Beispiel! Wenn sie aussieht, als wäre sie in Reichweite, dann könnt ihr sie auswählen. Zwischen Meeresströmungen zu wechseln ist leichter als Schlauchboot fahren. Öffne mit Minus die Seekarte und wähle dann eine Strömung, damit Capitabora Kurs darauf nimmt. Das Wechseln von Strömungen ermöglicht es, mit Capitabora weite Strecken zurückzulegen. Ist eine Driftinsel in Sichtweite, kann man sich per Kanone auf der Anhöhe dorthin schießen. Mit der Seekarte sollte es kein Problem sein, Driftinseln aufzuspüren. Machen wir uns auf die Suche nach den beiden Inseln, auf denen Baugustin und Fabrizia sind. Weit können sie nicht weg sein. Mit Hilfe von Capitabora werden wir sie finden. Wenn ihr zurück nach Schwank kommen wollt, nehmt einfach die Röhre dort. Ja, wollte ich gerade sagen. Wir sollten doch dahin zurückkehren, ne? Jetzt reden die hier schon die ganze Zeit von neuen Zielen. So bin ich auch hierher gekommen. Ist echt praktisch. Vielleicht weiß von unseren Leuten auch jemand was über Baugustin und Fabrizia. Die zwei sind mein ganzer Stolz. Ich will hier raus, koste es, was es wolle. Es ist so schrecklich dunkel. Seekarte verwenden. Die Seekarte ermöglicht Mario und Luigi mit Capitabora auf Meeresströmungen zu reisen und so neue Inseln zu entdecken. Drücke Minus, um die Seekarte zu öffnen und L und R, um hinein oder heraus zu zoomen. Mit dem linken Stick wählst du eine Strömung aus und mit A das Reiseziel und ab geht die Reise. Auf der Fahrt zu einer neuen Insel kannst du natürlich auch Stops auf anderen Inseln einlegen, um zu kämpfen oder dich anderweitig auf die weitere Reise vorzubereiten. Schippere mit Capitabora auf noch unbefahrenen Meeresströmungen, um neue Driftinseln zu entdecken. Auf jeder Insel warten kampfbereite Gegner und plauderfreudige Einheimische auf dich, die dir dabei helfen, in deinem Abenteuer voranzuschreiten. Verbinde die Driftinseln mit Hilfe der Connector-Stecker aus den Leuchttürmen wieder mit Capitabora, um Connectania zu altem Glanz zu verhelfen. Alter, das überfordert mich gerade ein bisschen, ne? Klingt aber nicht so, als wäre Backtracking jetzt sinnvoll. Also geht's das nächste Mal zu einer neuen Insel. Like da lassen und nicht verpassen. Kuss, Kuss.